Ja, Leute, hier sind wir und haben quasi den zweiten Teil meines Subs für 2022. War gar nicht geplant, ist jetzt spontan entstanden, weil ich aus einer Kauflaune hinaus einfach noch 1000 neue Bücher gekauft habe. Heute kann ich sogar thematisch das Video verordnen. Es geht heute von vorn bis hinten um Grusel, Schrägstrich Horror. Da ist natürlich auch der Meister Stephen King dabei und vielleicht auch H.P. Lovecraft oder Edgar Allan Poe oder beide. Okay, Leute, das Erste, was ich hier auf dem Stapel habe, ist jetzt vielleicht das am wenigsten, was in das Genre Grusel-Horror passen würde. Es ist von Christina Henry, die Chroniken von Peter Pan. Und bei Peter Pan können wir jetzt erstmal denken, hä? Das passt ja so nicht nur nicht so ganz in das Horror-Genre, sondern eher so gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hier steht schon Albtraum im Nimmerland und diese Autorin Christina Henry hat sich scheinbar zur Aufgabe gemacht, lauter Kindergeschichten zu nehmen und sie in düster umzuerzählen. Und so geht es eben hier darum, aus der Sicht von Captain Hook zu erzählen, warum Peter die Geschichte die ganze Zeit falsch dargestellt hat. Peter ist gar nicht der Gute und Captain Hook nicht der Böse, sondern andersrum. Captain Hook ist eigentlich der Gute und Peter Pan ist der Böse und hat die ganze Zeit gelogen, um Captain Hook eben als den Bösen darzustellen. Und das, finde ich, hört sich einfach nach einer richtig witzigen Idee an. Also witzig und gleichzeitig bin ich auch gespannt. Also ich bin gespannt, ob es halt wirklich nur witzig ist oder ob es halt wirklich auch ein bisschen düster tatsächlich ist. Keine Ahnung, bin ich gespannt. Das steht auch, glaube ich, extra. Ich habe das mal irgendwo schon gesehen. Es wurde extra darauf hingewiesen, dass es kein Kinderbuch ist, weil man das ja natürlich denken könnte, wenn Peter Pan vorne drauf steht. Ist es wohl ausdrücklich nicht. Ich bin gespannt. So, dann kommen wir schon zum ersten Werk des Meisters Stephen King. Das Institut. Ja, es ist ein neues Buch von ihm. Ja, es ist kein riesiger Klassiker. Und ja, es ist möglicherweise nicht so dieser klassische King, den man so liebt und kennt, weil er so schön makaber und ohne durch die Blume durchzureden einfach schreibt, was ihm in den Kopf kommt. Weil das ist so die Kritik, die ich ganz häufig bei neueren Büchern von ihm höre, unter anderem auch bei Das Institut. Das Institut wurde mir jetzt allerdings auch von einer Bekannten empfohlen, die jetzt wahrscheinlich nicht so direkt Stephen King-Fan ist und die meint halt, das ist wirklich absolut umwerfend und genial. Und naja, ich bin Stephen King-Fan und ich mochte auch die Bill Hodges-Trilogie, auch wenn die auch nur modern ist und viele die nicht so mochten. Also dachte ich mir, kann ich es doch mal probieren, ne? So, dann haben wir was anderes als Stephen King und das, obwohl Stephen King auch draufsteht. Es ist eine Empfehlung vom Buchladen, wo ich es gekauft habe, für alle Fans von Stephen King. Und es geht um Der unsichtbare Freund. Das habe ich halt zufällig gesehen, weil ich am Stephen King Tisch in besorgtem Buchladen stand und da war das dann eben drauf. Es geht um einen Jungen, der verschwindet und verschwunden bleibt. 6 Tage lang und dann, als er wieder auftaucht, ist alles anders. Ja, klingt einfach spannend und wenn schon so ein ausdrücklicher Hinweis drauf ist für alle Stephen King-Fans, dann why not? So, dann wieder was von Stephen King. Feuerkind. Ja, ist jetzt, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, wie das so bei den Stephen King-Fans dasteht, ob das grundsätzlich eher beliebt ist oder eher nicht so beliebt ist. Ich weiß nur, dass es mir schon vor paar Jahren mal eine Freundin empfohlen hat, die das gelesen hat und einfach richtig, richtig begeistert davon war. So, zumindest habe ich es in Erinnerung und deswegen, als ich das jetzt da liegen sehen habe, habe ich gedacht, ja, kann mal an die Reihe kommen. Und noch was von Stephen King bzw. aka Richard Bachmann. Ja, mein erster Bachmann, Todesmarsch, ist auch was für mich irgendwie immer so ein bisschen nichtssagend war, also was heißt nichtssagend, ich weiß nicht, es wurde nie so aufgelistet unter diesen großen Stephen King Klassikern, wie man es jetzt eben von S und Shining und Friedhof der Kuscheltiere kennt. Ihr kennt die Klassiker ja auch alle. Ich habe euch von dem Katzenkönig erzählt, der dieses riesige Stephen King Ranking gemacht hat. Ich meine gerade, dass ich davon überrascht war, wie weit oben der das hat. Ah, der das, nee, Platz. Ah, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall, glaube ich,
Scheiße, ich weiß. Ich muss das nochmal nachschauen gleich. Ich glaube, er hatte das relativ weit oben und war ziemlich begeistert davon. Und als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich mir, klar, why not? Und jetzt sind wir, glaube ich, mit Stephen King durch. Jetzt kommen die nächsten. Wir haben hier Ritus von Markus Heitz. Ja, wurde mir auch vor längerer Zeit mal, glaube ich, unter einem YouTube-Video empfohlen von einem meiner Stammkunden. Weiß schon nicht mehr. Ja, irgendwer hat es mir mal empfohlen unter einem Video und ich dachte mir, kann ich ja mal probieren. Das sage ich gerade, glaube ich, bei jedem Buch. Ja, ich dachte mir, kann ich ja mal probieren. So, und jetzt kommen wir zu richtigen Klassikern der Literaturgeschichte, glaube ich. Also so Dinge, die jeder kennt oder schon mal gehört hat. Also kennen wahrscheinlich nicht, aber von gehört haben. Wir haben hier Edgar Allan Poe, eine Kurzgeschichtensammlung, Horrorgeschichten, das Beste vom Meister des Unheimlichen. Hey, das musste jetzt einfach mal sein, weil Edgar Allan Poe, das ist so das ist so der Typ des Grauens, den man kennt und wo jeder sich was drunter vorstellen kann, gefühlt. Und deswegen ja, musste das jetzt einfach mal sein. Ich habe das. Ich war wirklich im Buchladen und habe da so einen Tisch gesehen, wo ich erst gedacht habe, es wäre ein reiner Stephen King-Tisch. Dann hat sich rausgestellt, es ist einfach so voll der Schauer-Geschichten-Tisch, wo dann eben ja auch ganz viel anderes so Gruselzeug dabei war. Ich war voll beeindruckt. Das war voll cool aufgemacht, dieser Tisch. Und da war das dabei und dann dachte ich mir, muss ich mir mal zulegen. So, und dann Frankenstein. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ich habe noch nie in meinem Leben diese Geschichte, oder ich habe eigentlich gar keinen Plan von dieser Geschichte von Frankenstein. Es ist ja so der Horrorklassiker schlechthin, von dem man immer und immer wieder hört. Also da gibt's wahrscheinlich Dutzende Verfilmungen von, ich weiß es gerade gar nicht. Keine davon habe ich jemals gesehen, nie irgendwie irgendwas mit dieser Geschichte zu tun gehabt. Ich wusste, bis ich dieses Buch gefunden habe, nicht auch nur ansatzweise, worum es geht. Nur das ist halt irgendwie so irgend so ein Monster. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr den Eindruck. Und ich glaube einfach, dass es mal an der Zeit ist für mich als jemand, der ja Gruselgeschichten mag, dass ich das mal lese. Und zum Schluss haben wir den anderen großen Meister des Horrors neben Stephen King und Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. Also ich habe mich null zu H.P. Lovecraft informiert. Beziehungsweise weniger über die Bücher oder Geschichten, mit denen ich jetzt eventuell anfangen sollte. Ich habe einfach das gesehen, stand halt auch sowas drauf von wegen die besten Erzählungen des Meister der unheimlichen Fantastik. Ja, hört sich gut an. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das ein H.P. Lovecraft-Fan als guten Einstieg empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt nachträglich noch dazu informieren sollte, weil das bestimmt eher nicht so cool wäre, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist ganz schlecht für den Einstieg oder das ist genau das Schlechteste von H.P. Lovecraft. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht ins Klo gegriffen habe und bin schon sehr gespannt. So, liebe Leute, das war's mit dem Subteil 2 für 2022. Es sind jetzt doch echt richtig viele Bücher, die ich bei mir stehen habe und ich bin sehr gespannt, ob ich wie schnell ich da vorwärts komme, ob ich es schaffe, relativ schnell die einfach so der Reihe nach abzuarbeiten oder ob noch mehr dazwischen kommt. Jetzt gerade lese ich tatsächlich von Stephen King Sarah. Bei Seite 70 oder so bin ich, glaube ich, gerade. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich bin froh, endlich mal wieder was von Stephen King zu lesen. Das Letzte, was ich von ihm, glaube ich, gelesen habe, war letztes Jahr im April. Boah, was echt lang her ist. Und das war Needful Things oder Das Spiel oder Der dunkle Turm 3. Ich weiß schon nicht mehr. Aber ich habe gerade wieder so richtig das Bedürfnis nach, erstens auf der einen Seite Stephen King und aber auch nach Grusel- und Schauergeschichten. Von daher bin ich sehr gespannt drauf und wir sehen uns dann in den dazugehörigen Rezensionen. Ihr seht also, ihr könnt euch wahrscheinlich dieses Jahr auf sehr viele Gruselgeschichten, Rezensionen freuen. Damit war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier findet ihr jetzt noch eine Playlist und ein Video verlinkt. Wir sehen uns also im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.